Hey, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es gibt eine neue Folge von mir auf dem Erdbeerfeld. Im Monat April gibt es auf dem Obstbaubetrieb ziemlich viel zu tun und darum legen wir jetzt gleich los. In der letzten Folge habe ich euch ja erklärt, wie und warum wir die Lochfolie auf die Erdbeere legen. Wenn dann im März, April die Sonne mehr Kraft kriegt und die Temperaturen steigen, fange die Erdbeere an, die erste Blüte zu schieben. Dann muss man aber aufpassen, dass es deine Erdbeere unter der Folie nicht so warm wird. Denn dann kann es sein, dass die Hitze Stress kriegen und das führt dann zu Krüppelfrüchte oder zu kleinen Früchten. Und das wollen wir nicht. Es kann dann oft vorkommen, dass es tagsüber schön warm ist und nachts aber Frostgefahr. Das heißt, wir müssen die Erdbeere tagsüber aufdecken, damit sie keinen Hitzestress kriegen und abends die Folie wieder zuziehen, um die Blüte vor Frost zu schützen. Im April kann es schnell mal vorkommen, dass es ein bisschen trocken wird. Da die Erdbeere aber dann blühen und am meisten Kraft und Wasser brauchen, ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass genug Wasser vorhanden ist. Und das erreichen wir einfach, indem wir sie bewässern. Unsere Erdbeere, die wir mit Folie abgedeckt haben, die sind mittlerweile schön am Blühen. Und wir haben ja jetzt noch die Erdbeere, die wir mit Stroh zugedeckt haben. Da haben wir jetzt angefangen, das Stroh von der Pflanze zu entfernen, dass die auch mal Licht und Wärme abkriegen und jetzt erst in dem Moment anfangen mit Wachsen. Das heißt, die sind sehr, sehr viel später als die andere Erdbeere. Genau das, was man eigentlich wollte. Die wichtigste Pflanzenschutzmaßnahme findet im Erdbeeranbau während der Blüte statt. Denn bereits in der Blüte entscheidet sich, ob und wie stark eine Erdbeere faulen kann. Darum ist eigentlich unsere Aufgabe als Erdbeererzeuger, die Blüte und die spätere Frucht vor Fäulnis oder Schimmel zu schützen. Wir machen den Pflanzenschutz dann mit dem Traktor und der Pflanzenschutzspritze. Das ist bei uns alles ein bisschen kleiner. Aber wie das genau funktioniert, könnt ihr euch im Video vom Yannick anschauen. Der zeigt euch, wie so eine Pflanzenschutzspritze funktioniert. Jetzt gibt es aber nicht nur Fäulnis und Schimmel, die man bekämpfen müssen, sondern man müsse die Erdbeere auch schützen vor Insekten wie zum Beispiel Läuse oder vor Milben. Man kann aber diese Schädlinge nur behandeln, wenn man auch sieht, dass sie an der Pflanze sind. Darum kontrollieren wir unsere Erdbeerbestände wöchentlich. Nehmen wir meistens eine Lupe mit, damit man die Milbe besser erkenne und entscheidet dann, ob und wie behandelt wird. So, wir sind jetzt mit einer ganzen Pflegemaßnahme durch und stehen jetzt dann kurz vor der Ernte. Es gibt nur noch einen Arbeitsschritt zu tun, den wir erledigen müssen und den zeige ich euch dann nächste Woche. Falls euch unsere Videos gefallen, dann liked sie doch einfach, abonniert auf jeden Fall unser Kanal und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder hier bei mir auf dem Erdbeerfeld bei Agrikultur.